einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuschauer. Und ein ganz herzliches Grüß Gott hier bei Astro TV Live von mir zu euch. Ich bin die Lydia Erhardt, bin hellsichtiges Medium und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich darf mit euch einen sonnigen Samstag erleben. Das ist mir eine ganz große Freude. Ja, scheint bei euch auch so schön die Sonne wie jetzt gerade hier in Berlin. Da geht sie nämlich gerade auf. Und ich habe gedacht, diese Energie, die mache ich mir zunütze. Saß draußen noch ein bisschen am Spreeufer und habe noch ein bisschen sinniert. Was könnten denn heute unsere Themen sein? Habe auch schon gleich eine Prophezeiung für euch vorbereitet, ihr Lieben, sodass wir losstarten können in einen freudenreichen Samstag hinein. Natürlich mit der magischen Blitzrunde. Und ich habe ganz, ganz viele Beratungen wie immer dabei. Meinen Bauchladen, wie ich ihn immer nenne. Sodass jeder auf seine Kosten kommt und jeder so beraten werden kann, wie es gerade euch entspricht. Das Liebestarot ist dabei, das Lichtgeschenk, Herbst-Highlights und ganz wichtig die Frage, der hellsichtige Blitz, Blitzhellsicht, steht jetzt auch fest mit im Programm drin. Dank euch, liebe Zuschauer, die Prophezeiung, das nächste Kapitel, die magische 7, das heißt, der Tisch ist gedeckt und die Zeremonie am 7.9., dazu nachher mehr. Wer ist bei mir angekommen? Hallo, hier spricht die Lydia. Hallo, hier ist die Christa. Die Christa ist da. Wie schön, du Liebe. Wie darf ich dich denn unterstützen? Ich hätte gern das Herbst-Highlight. Das Herbst-Highlight. Du denkst vor und denkst jetzt schon an den Herbst. Das finde ich gut, liebe Christa. Und wir schauen uns an, ob wir eins, zwei oder viele Highlights finden. Ich denke, es ist was dabei, sonst wärst du jetzt hier nicht durchgekommen. Und die erste Karte ist tatsächlich schon meine Lieblingskarte, der Mond. Das heißt, es geht im Herbst in eine Richtung. Und zwar geht es bei dir auch viel um die Vitalität, um Klarheit des Lebens, ja. Und es geht auch um Lebensfreude. Die ist dir nämlich abhanden gekommen in weiten Teilen, dadurch, dass deine Vitalität auch relativ runtergezogen war. Und das heißt, der Mond steht jetzt als erste Karte für den gesamten Herbst, fürs Glück, für Vitalität, für Stärke und für freudige Ereignisse. Alles Gute. Danke. Ich danke dir, meine Liebe. Ciao, tschüss. So. Da sind wir ja schon frisch gestartet und schön gestartet und voller Highlights gestartet. Also, liebe Zuschauer, besser kann ein Samstagnachmittag hier bei Astro TV nicht beginnen. Wer hat es geschafft? Hallo, hier spricht die Lydia. Hallo Lydia, hier spricht die Petra. Die Petra, ich grüße dich auch heute wieder von Herzen. Ja, ich dich auch von Herzen. Ich freue mich immer, wenn ich durchkomme. Das merke ich, das spüre ich bei dir ganz toll. Ich hätte gern ein Herbst-Highlight. Ja, gerne. Lydia. Siehst du, das, ich glaube, heute ist der Nachmittag der Highlights. Kriegst du gerne von mir, meine Liebe. Ja, so. Neue Wege sind angezeigt bei dir. Oh, ein Mann. Hallo. Oh. Ah. Das wird was Feines, ja. Also, im Laufe des Herbstes wirst du eine Begegnung mit einem Mann haben. Und da knistert es auch gleich, weil bei dem Mann liegen schon die Lilien und da knistert es auch gleich. Also, dieses Highlight, nimm es an, nimm es ins Herz. Ja, das wird gerne. Schön. Alles Gute. Von Herzen. Dankeschön, liebe Lilien. Ich danke dir, meine Liebe. Bis bald. Ciao. Tschüss. Super, super, ihr Lieben. Ja, und wenn eine Stunde so startet, dann ist der rote Faden da. Das heißt, wir werden heute Nachmittag noch sehr viele Highlights erleben dürfen an diesem Tisch. Sie sind live dabei, liebe Zuschauer, unter der 0137 99 11 88 und die 0 für 50 Cent pro Einwahl aus dem deutschen Festnetz. Wer hat's geschafft? Hallo, hier spricht die Lydia. Hallo, liebe Lydia, die Helga nochmal. Die Helga nochmal. Wie schön ist das denn? Ich freue mich auch. Meine Liebe. Kannst du vielleicht mit der Blitzhellsicht mal gucken, weil du gestern gemeint hast, da kommt eine neue Liebe auf den Mann mal gucken. Genau, das finde ich gut, dass du jetzt das Thema überträgst, dass du das mitbringst. Hm? Und weißt du was? Ich sehe sogar die Herbstmonate. Ich sehe bei dir, also so bräunlich-goldene Farben kommen bei mir an. Und es kommt ein Mann, der etwas größer ist als du. Hm? Und der hat nicht gestreift, sondern leicht kariertes Jackett an. Und also der sieht sehr gepflegt aus. Und ich sehe euch auch sitzen in einer Räumlichkeit, die etwas dunkler ist. Also es könnte schon in den Abendstunden sein. Und sehe euch in Gespräche vertieft. Mhm. Und ich sehe zwei Gläser mit bräunlicher Flüssigkeit. Oh ja, schön. Alles Gute, meine Liebe. Dann lerne ich ihn wahrscheinlich schon eher kennen. Ja. Mach's gut.
Bis ja, bald. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ganz Ciao, tschüss. Tja, es wird spannend, ihr Lieben. Und auch der Herbst ist schön. Vielleicht kann man das nicht so wahrnehmen in jungen Jahren. Also so ging es mir zumindest. Und jetzt freue ich mich auch auf den Herbst. Es gibt diese ganz berühmten goldenen Tage auch im Herbst. Ja. Und ein goldener Tag ist einfach was leuchtend Schönes. Und vielleicht erlebst du auch ganz besondere goldene Tage im Herbst. Da ist schon wieder jemand bei mir. Und wen darf ich begrüßen? Anne, grüß dich. Lydia. Ich grüß dich, meine Liebe. Schön, dass du bei mir angekommen bist. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und ich hätte gerne die magische 7. Ja, gestern habe ich das vermisst, dass du die wolltest. Aber ja, das sollen wir heute. Weil das andere verlockender war. Dann locke ich dich jetzt noch mal mit der magischen 7 hinterm Ofen vor, meine Liebe, und bitte dich, die Augen zu schließen und stell dir mal die Zahl 7 bitte vors geistige Auge und wir schauen mal, was das Orakel für dich spricht. Mhm. Gerne. Gespräche, meine Liebe, Gespräche. Es geht, ich mit meinem September, gell? Aber tatsächlich, du hast Gespräche und den Schlüssel zu den neuen Wegen mit ihm. Neue Möglichkeiten, neue Wege wird es geben und das zeigt mir auch die magische 7 tatsächlich auf. Also sei gespannt, freu dich auf die neuen Kontakte. Es gibt einen Neubeginn. Ich Alles bin immer Gute. Neugierig. Meine Liebe, deswegen wirst du auch nie Demenz kriegen. Das ist gut so. Bleib so, okay? Danke. Gerne. Tschüss. Ciao, tschüss. Ja, das schützt. Neugierde schützt vor Demenz, sag ich immer. Ist nur meine These. Nein, das war, liebe Regie, das war auch nicht gesundheitlich, sondern das war meine, ich sag ja, das war meine These, ob das jetzt stimmt oder nicht. Keine Ahnung, meine Mutter hatte Demenz und das war schlimm genug. Und ich tue alles dafür, dass ich es nicht kriege. Weil das ist wirklich eine Erkrankung, die man sich niemanden wünscht. Ja, aber ich wünsche dir jetzt das Allerbeste, gute Voraussagen, gute Prophezeiungen. Das darf ich jetzt auch bei meinem nächsten Anrufer machen. Und wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo Lydia, hier ist die Walburga. Die Walburga. Ich weiß, wer du bist. Ja. Wann kommt ein neuer Partner auf mich zu, würde ich gern wissen. Meine Liebe, ich bin so froh, dass du mir die Frage stellst, weil du hast sehr gelitten, monatelang jetzt. Und jetzt darf es Zeit werden. Und ich freue mich, dass ich mit meinem italienischen Liebestarot dir diese Frage vielleicht jetzt gleich beantworten darf. So. Ja. Ich danke dir. Du, gerne. Der Amor-Engel liegt schon da. Das ist immer ein deutliches Zeichen und die Sterne, dass sich was in die richtige Richtung bewegt. Du kriegst die Geschenke von oben. Du kriegst eine von einer verstorbenen Seele, wird dein Weg gewiesen. Denn da oben ist jemand in der geistigen Welt, der das unbedingt haben möchte. Ich finde es gut, dass hier die Kraft eine Rolle spielen wird in den nächsten Wochen. Das heißt, es kommt eine kraftvolle Zeit, die dich darin unterstützt, deine Energien so einzusetzen, dass du an die richtigen Orte gehen wirst, um tatsächlich jetzt bald jemanden kennenzulernen. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir von Herzen, Lydia, und einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir auch und wir lesen uns. Bis bald, gell? Ciao, tschüss. Ja, bis bald, tschüss. So, ihr Lieben, und beachtet auch bitte unser lilanes Infoband, welches unten am Bildschirm entlangläuft. Sind die nicht herrlich, diese Karten? Dieses Liebestarot, das war so ein bisschen was Maßgeschneidertes. Ich war ja in Italien auf dem Berg wieder bei dem blinden Hellseher und seiner Tochter. Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal dort und habe auch damals diese Karten hier mitgebracht, die mit den Goldsprenkeln. Und dieses Mal habe ich dieses Liebestarot in die Hand gedrückt bekommen und bin überwältigt. Wer hat es geschafft? Guten Tag. Ja, guten Tag. Jetzt hat es die Brigitte geschafft. Das ja, das ist ja wunderbar. Liebe Brigitte, ich grüße dich von Herzen. Ja, ich dich auch. Jetzt ging es ratzfatz. Ich finde nicht mal den Drucker zum Lesen. Das siehst du mal. Egal, jetzt gehe ich in einen anderen Raum. Ich würde gerne die magische 7 nehmen. Die kriegst du von mir von Herzen. Und bitte, meine Liebe, schließ die Augen und stell dir mal die Zahl 7 vor dein geistiges Auge. Und wir schauen,
was passiert. Du kennst dich aus, du warst schon öfter bei mir. Mhm. Ja. Geht um Vitalität bei dir, geht um Ärgernisse, die aus dem Leben gehen. Es geht um Gespräche und letztendlich hast du eine Wunscherfüllung des Herzens hier liegen. Das heißt, auch die partnerschaftlichen Dinge, Dinge in der Familie, die schief gelaufen sind, werden sich zum größten Teil in Freude verwandeln. Alles Gute. Das ist ja schön. Du kennst ja die Situation, gell? Ich glaube, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, mit meinen Schwestern. Ah, genau, alles. Genau. Ja, ah, dann passt es ja hundertprozentig. Das passt, ja. Ich danke dir. Tolle Nachricht. Ja, ja, danke schön, danke, meine Liebe. Bis bald. Liebe. Mach's gut. Bis ciao. Bald. Tschüss. Wow, ciao. Ja, so, das ist ja schön, wenn es passt, wenn es stimmt, wenn die Karten was aussprechen, was uns vielleicht in der Seele oder auf der Seele auch manchmal ganz schön schwer liegt. Dazu ist Kartenlegen da, dass man, so, dass man Hinweise bekommt auf Situationen, die sich auflösen dürfen. Ja? Und ich freue mich auch tatsächlich, liebe Zuschauer, über jede gestellte Frage oder was mich besonders berührt hat, waren die Bilder bei der Blitzhellsicht, die ich für euch empfangen durfte. Und ich persönlich frage auch lieber, wenn ich jetzt mir Karten legen lasse oder wenn ich ein Orakel befrage, ich stelle auch gerne präzise Fragen, weil sonst ist alles so schwammig. Wer ist bei mir angekommen? Hallo. Hallo Lydia, hier Christiane. Die Christiane, ich grüße dich von Herzen. Hallo. Du Liebe, was darf ich tun? Ich hätte gern bitte die magische 7. Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Bitte schließ die Augen und stell dir jetzt die Zahl 7 vor dein geistiges Auge und wir schauen, was das Orakel für dich spricht. Und da stehen die Sternchen und ein Mann, der mit dir einen Sternenweg gehen möchte. Das kann auch beruflicher Natur sein. Nee, ich muss mich korrigieren. Hier handelt es sich um die Liebe und zwar eindeutig. Kenne ich den? Kann schon sein. Also es ist niemand, den du ablehnst. Okay. Also wenn du jetzt einen Mann kennst, den du nicht willst, mit dem musst du nicht in eine Beziehung gehen. Deswegen sage ich, es kann sein, muss aber nicht. Ich möchte gerne, dass du offen bleibst. Weil dieser Mann wird dir die Sterne vom Himmel holen. Und da ist Liebe und geliebt werden in der Einheit. Und das ist wichtig für dich, weil falsche Kompromisse hast du schon in deinem Leben genug gemacht. Okay. Diesmal gibt es was Richtiges. Alles Gute. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Ciao, tschüss. Und wir machen weiter, ihr Lieben. Es macht riesig Spaß. Und wisst ihr was? Wir haben gerade schon wieder in der Sendung dieses Brezelbacken. Eine Beratung nach der anderen. Es läuft so super, weil ihr mitmacht, weil ihr dabei seid. Und deswegen sage ich, rechnet schnell mit mir, liebe Zuschauer. Wir bleiben im magischen Blitz drin. Und ich hoffe, dass jetzt noch viele zu mir durchkommen, die etwas auf dem Herzen haben, wo ich heute noch am Samstag ein bisschen Sonne in eure Seelen zaubern darf und vielleicht auch das eine oder andere Fragezeichen korrigieren darf mit euch gemeinsam, sodass ihr eine Lösung habt, dass ihr klar nach vorne schauen könnt. Jetzt kommen zuerst die Infos und dann sollte es klingeln. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, und wir machen genauso weiter mit unserem berühmten Brezelbacken, wie es die Hilli immer so schön gesagt hat. Ja. Das ist irgendwie ein cooler Spruch, der aus dem Schwabenland kommt. Mir gefällt er. Und für euch ist es das Signal, rechnet schnell mit mir. Wer hat es geschafft? Hallo? Hallo, es ist Sabine. Die Sabine ist bei mir angekommen, das ist schön. Wie darf ich dich denn unterstützen, du Liebe? Ich hätte gern das Hauptstyle-Light. Das Herbst-Highlight? Ja. Nimmst auch 2 oder 3? Ja. Wir schauen, meine Liebe, wir schauen. Ja. So, es kommt im Freundschaftssektor passiert eine kleine schöne Überraschung bei dir. Da geht es jetzt wieder mehr nach draußen. Die Lilien spielen bei dir eine große Rolle im Herbst. Also das heißt, du entdeckst auch wieder deine Weiblichkeit. Bei dir ist der Herbst wirklich der Auftakt in einen Frühling. Hört sich jetzt vielleicht paradox an, aber bei dir wirkt es so, wie wenn du so flirtest, lachst, wieder lebst. Das ist dein Herbst. Voller Sattheit, voller Gefühl, voller buntem Programm. Richtig gut. Schön. Alles Gute für dich von Herzen. Ja, danke. Ich danke dir. Tschüss. Ciao, tschüss.
Wunderbar, oder? Das war jetzt gerade ein Highlight, wie man sich's nur wünschen kann. Ja, voller Lebensfreude, voller Power. Ja. Und meistens geht es ja im Herbst so ein bisschen runter, weil wir bereiten uns ja auch vom Stoffwechsel her auf den Winter vor. Und man hat so das Gefühl, alles wird lahm. Aber das muss gar nicht sein, ihr Lieben. Das kann auch sein, dass man durch wirklich eine gute innere Einstellung, durch eine gute innere Haltung eher von der Vitalität nach oben steigt. Und da darf ich was dazu beitragen. Am 7.9. um 22 Uhr gibt es eine Zeremonie, um euch winterfit zu machen, um euer Energiefeld so zu verändern, dass ihr im Winter wirklich die Lebensfreude nicht vermissen müsst. Wer ist bei mir angekommen? Hallo? Hallo, hier ist die Dagmar. Die Dagmar, ich grüße dich, du Liebe. Schön, dass du bei mir bist. Was darf ich Gutes tun? Die magische 7 hätte ich bitte. Von Herzen gerne, meine Liebe, von Herzen gerne. Dann schließ die Augen und stell dir die Zahl 7 mal vor dein geistiges Auge. Und dann gucken wir mal, was in den nächsten 7 Wochen bis 7 Monate bei dir Programm ist. Ich kann es nicht ändern. Ich mische die Karten immer neu. Aber das Thema der Stunde ist heute wirklich Kennenlernen, Neubeginn. Alles wird frisch, alles wird schön. Und bei dir geht es tatsächlich um schicksalhafte Begegnungen. Es geht bei dir darum, dass du jetzt wirklich wieder spüren darfst, dass das Leben dich liebt, ja, dass die Liebe dich liebt, dass da jemand kommt, der nicht nur die Sterne vom Himmel holt, sondern dass da jemand in dein Leben kommt, der dich wertschätzt. Oh, schön. Das ist richtig schön. Schau mal, du hast unten als Schlusskarte den Mond. Und das heißt, der rundet jetzt das Ganze noch ab und besiegelt das Ganze, sodass ich sagen kann, hier geht Liebe in die Tiefe. Alles Gute. Ich danke dir von Herzen. Sehr, sehr gerne. Wunderschön, oder? Aber das ist die Energie dieser Stunde, liebe Zuschauer. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es immer einen roten Faden gibt. Und den gibt es auch in unserem Leben. Den gibt es übrigens auch im Positiven als auch im Negativen. Und manchmal ist es so, wenn ein Tag zum Beispiel positiv beginnt, so wie heute, dann setzt sich das fort. Oder ein positiver Zeitabschnitt. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch die Legung, das nächste Kapitel. Das kann ich gerne auch meinem nächsten Anrufer anbieten oder euch das mal vorstellen, wie das funktioniert. Denn im nächsten Kapitel des Lebens kann man jetzt schon ablesen, was das Thema sein wird, was der rote Faden für deinen nächsten Lebensabschnitt bedeuten würde. Wer ist bei mir angekommen? Hallo? Ja, hallo, liebe Lydia, hier ist der Andrea. Ich grüße dich, ja, ich freue mich. Ich grüße dich von Herzen und freue mich mega. Ich hätte gerne das Herbst-Highlight von... Du hättest auch gerne das Herbst-Highlight? Genau. Natürlich, klaro. So. Alles, was mit Geschäften zu tun hat bei dir und mit Finanzen, wird der Burner. Das freut mich. Das ist ja Wahnsinn, ja. Du hast auch eine Unterstützung eines Mannes hier liegen, der da wirklich darauf wacht und bedacht ist, dich da zu unterstützen. Also richtig, richtig gut. Der Herbst wird für dich glänzend, was finanzielle Angelegenheiten anbelangt. Da würde ich gerne tauschen, aber ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, ich danke dir von Herzen auch. Sehr gerne. Alles Gute auch für dich. Danke dir, meine Liebe. Ich drück dich ganz lieb. Ich dich auch. Ciao, ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, und da ist es schon wieder, das Infoband. Das verfolgt mich immer. Da unten steht's lila untermauert. Und das solltet ihr beachten, denn da stehen unsere Mitmachregeln drauf. Tja, wie geht's jetzt weiter? Was möchtest du wissen? Möchtest du tatsächlich mal in dein nächstes Kapitel hineinschauen? Unser Leben ist ja tatsächlich manchmal so wie ein Buch, wie ein Roman, wenn man das in der Rückschau betrachtet. Und bei meinem nächsten Anrufer, das habe ich noch nie gemacht, das ist jetzt das erste Mal. Bei meinem nächsten Anrufer ist tatsächlich bricht jetzt eine Zeit an, wo das Gelernte im Leben in die Ernte geht. Das heißt, alles, was mit falschen Entscheidungen zu tun hatte, ist vorbei. Alles, was mit schmerzhaften alten Partnerschaften zu tun hatte, ist vorbei.
das neue goldene Zeitalter der Liebe beginnt. Wer ist bei mir angekommen? Hallo? Die Brigitte, hallo. Ich grüße dich von Herzen und darf dich beglückwünschen zu deinem neuen goldenen Zeitalter. Ich habe gerade mal das nächste Kapitel vorgelegt für meinen nächsten Anrufer. Und bei dir kommt ein neues Zeitalter. Ui. Ja. Schön. Mein nächstes goldenes Zeitalter beginnt. Das wäre jetzt die Überschrift. Aber du darfst mich jetzt noch was fragen, weil das habe ich ja von mir aus jetzt gemacht. Ah ja, das ist aber lieb von dir, liebe Silvia. Dann schau doch jetzt mal gerade auf meine Schwester, meine jüngere oder ältere Schwester. Du hast mal zu mir gesagt, ob ich Blumen hätte. Das stimmt alles unten an der Straße. Aber ja, jetzt von selber ist noch niemand hier eingetroffen, obwohl du das mal gesehen hast. Ja, weil das Zeit braucht. Jetzt schau mal, ich habe den Neubeginn als erste Karte, das Kind. Die Kamera zeigt bestimmt gerne drauf. Mhm. Wir haben heute einen sehr tüchtigen Mann in der Technik, den ich sehr schätze. Schön, liebe Grüße. Ja, doch, wirklich. und da steht es jetzt hier schon, dass hier was neu beginnt. Hier liegt auch der Schlüssel, hier liegen die Blumen. Mhm. Also man darf nie irgendwo einen Zeitprozess hinterfragen, vor allem wenn es um solche Geschichten geht, gibt es keine Zeitangaben. Ja, da mache ich auch ungern welche. Aber da das Kind jetzt schon an erster Stelle steht, gehe ich von einer Entwicklungszeit innerhalb des nächsten halben Jahres aus. Okay? Ja, alles Gute. Denn es hat sich schon gebessert ein bisschen. Siehst du, also, und es geht weiter, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich danke dir. Gerne, meine Liebe, bis bald. Ciao, tschüss. Das nächste goldene Kapitel beginnt jetzt bei ihr. Genau. Und da sind Familien- und Liebesthemen drin in der Überschrift. Also kann sie davon ausgehen, dass hier eine Entwicklung stattfindet, die für alle zur Liebe und für alle zum Segen werden wird. Was wird für dich zum Segen? Was passiert bei dir in der Liebe? Wir sind ja heute im berühmten Karma-Tag. Heute sind wir numerologisch in der 8. Morgen kommen die 9, da knallt's. Wisst ihr, was morgen passiert? Morgen gehen die ganzen bösen alten Geister aus uns raus. Morgen knallt's richtig durch. Und heute kommt die Auflösung, die Erlösung. Und morgen knallt's hier. Aber wir sind ja heute und nicht morgen. Wer hat's geschafft? Hallo? Hallo, Lydia, ich bin Inge. Und ich grüße dich von Herzen, meine Liebe. Schön, dass du bei mir angekommen bist. Ich wäre gern bei deiner Zeremonie dabei. Das finde ich wunderbar, meine Liebe. Du nimmst bitte eine Kerze in helleren Tönen, wenn es möglich ist. Mhm. Und ritzt folgenden Code drauf. Streck mal bitte kurz deinen linken Arm zu mir her. Die Schmerzen aus der Vergangenheit betreffen jetzt noch Stellen, wo einiges eventuell so sich wie entzündlich anfühlt. Aber die Schmerzen aus deiner Vergangenheit, die Schmerzen deiner Seele, die werden besiegelt werden. Denn bei dir steht was Helles, Klares im Neubeginn. Und das möchte ich gerne mit dir untermauern. Mehr Fülle und mehr Mut. Du brauchst ganz viel Mut und der wird sich auszahlen. Schreib dir mal die 37, ja, die 16 und die 45 auf. Und die soll ich in die Kerze, unter die unten, Kerze? Unten auf dem Boden unten, die Zahlen einritzen und das erste Mal am 7.9. um 22 Uhr anzünden. Alles Liebe. Dankeschön. Ich danke dir, meine Liebe. Ciao. Tschüss. Wir gehen anonym, liebe Zuschauer. Das muss sein und das ist wichtig. So,